Ihr habt euch normale Biere bei ProbierTV gewünscht. Das erste kommt jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr schreibt mir ja immer fleißig, was ich mal für Biere probieren soll. Bei manchen ist es ein bisschen schwieriger, weil die Brauerei vielleicht sehr klein ist und nicht gerade in meiner Nähe. Aber ich versuche bei allen Bieren tatsächlich irgendwie dran zu kommen. Ich habe auch ganz viele von euch, die mir geschrieben haben, nimm doch mal Biere bitte rein, die so normal sind. Also nicht so die klassischen Craft-Biere, die ich normalerweise habe, sondern so Biere, die man aus dem Supermarkt kennt, die der Vater, die Mutter, der Opa, der Onkel trinkt. Und ja, da habe ich mir gedacht, eigentlich eine gute Idee, könnte ich mal machen und werde jetzt immer wieder in loser Folge auch solche Biere hier einstreuen. Und das erste macht ein typisch österreichisches Bier aus Salzburg, da ist die ganze Flasche, das Stiegl Goldbräu. Österreich ja ein Märzenland, wer wüsste das nicht. Und aus der größten österreichischen Privatbrauerei Stiegl dann das Goldbräu, also ein Märzen. Und 12 Grad Stammwürze, das hat es bei Stiegl Tradition. 5,0 Volumenprozent Alkohol, wenn mich genau. Und drin sind Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Vollbier und eine ganze Menge Zeit. Okay. Bringt mich gerade ein bisschen durcheinander, aber auch ausgezeichnet mit dem Slow Brewing Label, was ja die ein oder andere mittelständische Brauerei dem sich angeschlossen hat. Und ich habe versucht auch herauszufinden, weil das ist da lustigerweise gar nicht so einfach bei diesen Standardbieren, zum Beispiel an Bittereinheiten ranzukommen. Unbestätigten Gerüchten zufolge 20 Bittereinheiten, also wirklich sehr, sehr weit unten. Schöne Bottlecap im Übrigen mit der Stiegeltreppe und dem Goldbräu drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze doch mal an. So. Untergäriges Lagerbier. Und ja, was sehen wir? Ein herrlich goldenes Bier. Goldene Farbe. Und im Lexikon für Biere, wenn glanzfein aufgerufen wird, würde ich sagen, guck mal, man sieht in der Kamera, kann man hier nicht sogar durchschauen. Hallo. Definitiv filtriert. Ein Finger breit, ja, ein paar mittlere Poren, ein paar feine Poren. Und haftet jetzt mittelprächtig am Glas. Schöne lebhafte Kohlensäure auch drin zu sehen im Glas. Und jetzt halten wir mal die Nase rein. Ja, das gehört sich so für ein Märzenbier. Es hat eine schöne, getreidige, leicht würzige Noten, so eine kräftige, malzige Süße und auch so sanft hopfig das Bier. Der Hopfen ja beim Märzenbier nicht so das allerwichtigste Element. In diesem Sinne, cheers! Also wenn man es jetzt zum Beispiel mit Pilzbier vergleicht natürlich. Schön kräftig, getreidig, die malzige Süße ist gar nicht so intensiv, sondern eher sanft gehalten. Auch bei 20 Bittereinheiten, von der Bittere her sehr dezent, auch nur dezent herb und ist ein sehr, sehr sauberes Bier. Wenig Experimente, sehr geradlinig, natürlich auch wenig komplex dadurch. Ein Tick, bilde ich mir das jetzt ein, so ein bisschen Zitrusfrucht mit dabei. Ganz leicht, einen schlanken bis mittleren Körper. Kohlensäure, tendenziell eher zurückhaltender, was mich ein bisschen verblüfft. Hatte das lustigerweise anders in Erinnerung. Bisschen intensivere Kohlensäure, aber ist soweit komplett okay. Sehr süffig auf jeden Fall. Perfekter Durstlöscher. Nicht ganz so leicht, wie gesagt, schon durchaus geht die Tendenz Richtung mittleren Körper. Und hinten nach kommt so ein bisschen, es wird ein bisschen süßlicher, es kommt so eine leichte Karamellnote auf. Es bleibt natürlich malzig und
So eine ganz dezente Hefenote ist noch mit dabei. Aber in Summe ein sehr, sehr klassisches Märzen, sehr geradlinig, ohne Ecken und Kanten. Das ist natürlich bei diesen Bieren dann, das ist dann schon sehr Einheitsgeschmack. Aber da glaube ich, sind wir gerade in Österreich noch sehr, sehr gesegnet mit Brauereien, die halt zumindest qualitativ sehr hochwertig brauen. Und das kann man der Stiegl-Brauerei tatsächlich bescheinigen. Das ist ein sehr, sehr schöner, klarer, unkomplizierter Vertreter der Gattung Märzen, das Stiegl Goldbräu. Und deshalb gibt es von Probiert TV 3,5 Punkte für das Stiegl Goldbräu aus Salzburg. Und wenn ihr andere Biere habt, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich freue mich über eure Inputs und werde die Biere dann tatsächlich hier auch mal auf den Kanal bringen. Und dann können wir uns ein bisschen drüber unterhalten, was da alles gut ist und was da vielleicht alles weniger gut ist, wie es schreibt einer Pittinger. Ja, dann soll es das von mir für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß, auch wenn es jetzt nicht so der Craft-Beer-Kracher war. Aber ich finde, da sollten wir auch ab und zu mal hier am Kanal drüber reden. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei Probiert TV. Bis dann, tschüss, Baba, servus, Prost und Ahoi. Cheers.